Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten im letzten Video den HDMI Matrix 4:2 am Fernseher angeschlossen. Deswegen habe ich nochmal diese Position gewählt. Und heute wollen wir, ich muss erst mal gucken, dass ich den richtigen finde. Das ist der mit Audio. Den werde ich separat testen. So. Hier ist er. So. Heute wollen wir den testen. Also mit einbauen. Alles aktualisieren. Der macht praktisch ein HDMI zu zwei. Hat auch hier, kann man runterskalieren. Wir lassen natürlich auf Copy. Und hier oben können wir den Scaler ausschalten, einschalten, keine Ahnung. Copy 1. Also 1 ist der Hauptausgang. Also werden wir 1 zum Monitor machen. So, dafür haben wir dann hier noch das halt zum Stellen, da ist so ein silbernes Ding mit bei und ein USB-Kabel. Ich muss dafür unter den PC krauchen. Also, und dann werden wir das in der nächsten Zeit testen und gleich auch nochmal nachgucken, ob alles so funktioniert hat. So, darunter muss ich jetzt. Dafür muss ich gleich den Kopfhörer absetzen, das Mikrofon absetzen. Aber dadurch, dass ich da unten kein USB habe, habe ich mir einen Wandadapter geholt und da werde ich den einfach reinmachen. Das ist von meinem alten Huawei P10, der Wandadapter. Der ist mit dem P30 Pro nicht mehr so richtig kompatibel, also ist zu langsam. Aber für so eine kleinen Geräte reicht das immer noch aus. Zack, einfach reinsteckt. Ihr müsst euch halt nur merken, dass 1 kopiert wird. Also egal, was ihr hier einstellt, auf 1 ist es wichtiger. So wie 1 ist, wird dann 2 gemacht damit. Wenn ihr sagt Copy, dann ist das, was reingeht, auf beiden draußen. Also auf 1 und von 1 wird es halt kopiert, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn wir 2K nehmen, wird das halt runterskaliert. Dann geht hier 2K, kommt nur noch 2K an, weil das Gerät das runterskaliert. Und das, was hier rausgeht, wird dann einfach kopiert und geht auf den zweiten. Auf gut Deutsch. So. Ich habe ja hier noch ein frei. So, ich werde das auch so anschließen, dass wir dann gleich ein bisschen testen können. Ich habe nur wenig Licht hier unten drin. So, haben wir denn? Hier haben wir nichts, was leuchtet, was auf eine Art gut ist. So, jetzt muss ich gucken, wo. Mein Matrix ist. Ach Quatsch, mein. Der ist wieder hier. Ist denn der? Den habe ich ja hier hinter gemacht. So. Uiuiui. So.
So. Ach Gott. Und jetzt haben wir den Eingang. So, und eins. Eins muss sein der hier. Der ist eins. So, da sollte jetzt schon Bild sein. So, und zwei. So, hier haben wir jetzt Bild. Also leuchtet schon mal. Aber der Monitor läuft nicht mehr, warum auch immer. Moment. Hab aus Versehen die Monitorkabel abgemacht. So. Wie ihr seht, der ist jetzt da unten angeschlossen, da wo es blau leuchtet, da ist er. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache, dass ihr das seht. So. Also den ganzen Fernseher braucht er ja nicht drauf haben. Es reicht ja, dass ihr seht, dass da Bild und hier gleichzeitig auch Bild ist. So. Dann machen wir mal das dahin. Und hier wechseln wir mal auf HDMI 2. Und ihr seht dann, achso, das seht ihr jetzt nicht. Ha. Jedenfalls wechselt es gleich und normalerweise habe ich im Streamprogramm dann immer so ein. Warte, ach, egal. So, jetzt haben wir beide. Und ich habe jetzt ein Bild von. ...4K 60 FPS vom Menü, was rausgegeben wird von der PlayStation. So, das ist nur was rausgegeben wird, was bei Spielen, ob es die ganze Zeit das halten kann. Aber so wird es erkannt und rausgegeben. Wir starten jetzt einfach mal Ghost of Tsushima. So. Sucker Punch Logo, könnt ihr schon sehen. So, HDR ist jetzt an am Monitor. Das seht ihr jetzt, falls ihr das sehen solltet, hier seht ihr nicht, ist ein blaues Logo. Und ich gucke mal. Wir haben hier auch eine Auflösung, was der Monitor kann und was wir haben. Er kann 4K, also na, UHD, mit 60 FPS und es kommen auch 4K 60 FPS hier an. Ich starte jetzt nochmal. Ich werde nochmal kurz ein Stück weiter drehen, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar hier unten ist so ein blaues Logo an. Das wäre grau, wenn es kein HDR hätte. Es hat ja HDR, genauso wie wir das jetzt hier im Spiel sehen können. Bei Anzeige, hier ist ein Ein bei HDR. Wir können das auch ausschalten. So, jetzt nicht wundern, dass es jetzt kurz ausgeht. Das liegt daran, dass wir HDR ausgeschalten haben. Und ihr seht, wir haben immer noch beide, also beide Monitore haben ein Bild. Und wir schalten jetzt wieder mal HDR ein. Logischerweise geht es dann kurz aus und wieder an. Und wir haben ein Bild. So, wir können auch noch
um der Sache ganz sicher zu gehen, weil ich weiß, da gibt es immer viele Skeptiker bei euch da draußen, die sagen, es ist vorher aufgenommen oder so. Oder ist nicht wirklich HDR oder was weiß ich. Ach nee, das ist nicht die Bibliothek. Einstellungen. Sound und Bildschirm. Videoausgabe. Wir haben jetzt die Auflösung auf automatisch. RGB automatisch. Empfohlen. HDR haben wir auf automatisch. Geht nicht an oder aus. Es geht, also aus geht's, aber halt nur aus oder automatisch. HDR anpassen machen wir gleich. Deep Color haben wir automatisch. Und Auflösung haben wir oben auch auf automatisch. Wir machen aber hier mal RGB rein. Und Super Sampling Mode geht jetzt natürlich nicht, weil ich habe kein 2K-Gerät dran. Ich habe an beiden Ausgängen ein 4K. Informationen zu HDR. Das werde ich euch gleich auch noch auf dem großen Bildschirm zeigen. Ja. Und es geht halt hier 4K mit HDR und ohne HDR jeweils mit 60 FPS. Ich will halt nur kurz noch zeigen, dass das auch wirklich funktioniert, wenn wir hier HDR anpassen gehen. Das geht nur, wenn wir wirklich HDR haben. Das ist auch ganz normal, dass es dann ausgeht. Und das ist auch ganz normal, dass der hier was länger braucht. Ich kann nochmal zurückgehen, dann könnt ihr das nochmal sehen. So, ich zeige euch da mal nämlich was. So, wenn ihr jetzt hier guckt, meine Monitore. Ich habe extra das so gemacht, dass man das vielleicht ein bisschen sieht. Das ist mein Streaming-Programm und hier ist das PlayStation-Bild. Und da ist der direkt, da ist praktisch der direkte Kabel vom HDMI-Matrix, der hier runter geht, in den 1:2, ein in den PC und ein hoch zum Monitor. Der ist da an diesem Monitor dran. So, und wenn ich jetzt hier direkt auf HDR anpassen gehe, seht ihr, dass alles schwarz wird. Hier kommt es ein paar Sekunden vorher. Zack. Ne, jetzt ist es gleich, aber normalerweise ist es halt da ein paar eine halbe Sekunde eher, bevor es auf dem Monitor ist. Das ist ganz normal, der Monitor ist halt nicht so schnell. Also im Spiel merke ich keinen Unterschied, aber wenn jetzt neue Situationen passieren, HDR anschalten, ausschalten oder so, da braucht er dann immer noch ein bisschen was. Und wir sind jetzt in diesem 4K-Modus, um 4K ja, also HDR-Modus, wo wir HDR vernünftig einstellen können. Und jetzt müsst ihr einfach mal auf diesen achten. Das ist praktisch der Streaming-Monitor. Gleich wird das hier schwarz und dann habt ihr hier so einen Balken. Da. Und da haben wir schon Bild. Jetzt ist es hier auch da. Und dass ich das nicht im Stream habe, wenn ich ein Spiel wechsle oder ein HDR-Spiel starte oder ausschalte und ins nächste Spiel gehe, weil das scheiße aussieht, habe ich hier unten drunter halt den 1:2 noch. Weil sonst wäre, jedes Mal, wenn das hier schwarz wäre, wäre der auch schwarz und hätte die gleichen Informationen, weil das ist die Capture-Karte. Und der überprüft ja jedes Mal, oh, kann der Monitor das noch? Macht er so jetzt nicht. Jetzt überprüft die Capture-Karte immer nur das Signal, was kommt. Und so sieht es denn da auch aus. Aber jetzt nicht, weil ich diesen 1:2 noch zusätzlich dran habe. Das ist der Grund. Weil im Stream sieht das halt kacke aus, wenn ich das so mache. So, wir sind jetzt hier. Ich hoffe, ihr könnt den Fernseher jetzt so halbwegs erkennen. So. Gut. So, und wir haben jetzt die Ausgabeinformationen. Wir haben hier zum Beispiel 4K 60 FPS. Wir haben Format RGB. HDCP aus. HDCP muss aus sein, weil sonst könnt ihr das mit der Capture-Karte nicht aufnehmen. Ihr könnt dann zwar spielen und so, aber ihr könnt keine Blu-rays gucken. Wenn ihr Blu-rays gucken wollt, müsst ihr HDCP separat wieder anschalten. Das macht dann bei den Einstellungen, zeige ich euch auch gleich noch. Und dann haben wir hier noch die weiteren Informationen. Informationen zum angeschlossenen HDMI-Gerät. Das sind die Geräte vom Matrix. Weil der Matrix greift es ab, leitet das an Fernseher und an den Monitor weiter. Und der Monitor und der Fernseher leiten zum Matrix die Informationen, was sie können.
Also über die ganze Kette. Manche sind dann halt nur auf dem Matrix fixiert, bei den billigeren Geräten. Da steht dann halt, dass der das kann, aber der gibt es dann nicht raus. Das heißt, dann habt ihr hier schwarzes Bild. Also wenn ihr doppelt habt, dann hat er irgendwo an der 4K-Quelle Bild, auf der anderen nicht oder was weiß ich. Da gibt es immer unterschiedliche Sachen. So, HDR wird unterstützt. Verfügbare Frequenzen für 4K-Ausgabe. Keine Verwendung von HDR. Also das heißt, wenn HDR nicht verwendet wird. Und da unten ist nochmal mit HDR. Das heißt nicht, dass ich kein HDR habe. Ja, das heißt nur, wenn ich 4K-Ausgabe ohne HDR nutze, weil nicht jedes Spiel hat ja HDR, habe ich 24, 25, 30, 50 und 60 Hertz, also FPS. Und bei Verwendung von HDR habe ich 24, 25, 30, 50 und 60. Also sollte eigentlich alles passen. Und ihr seht, es läuft flüssig. Also man kann nicht meckern. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin megamäßig zufrieden. Also es läuft wirklich sehr, sehr stabil, sehr flüssig. Wir können auch jederzeit zur Switch umwechseln. Und dann habe ich die Switch hier und am Dings. Also ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Bild sieht knackig aus. Ich muss das hier natürlich noch einstellen. Das sieht am Monitor ein bisschen besser aus, weil dadurch, dass ich jetzt die Quelle gewechselt habe, hat sich mein HDMI nochmal zurückgesetzt, weil der hat das wieder neu eingelesen, das Gerät. Und jetzt muss ich über Bild und Ton nochmal neu einstellen, also Bild, Ton nicht, aber Bild nochmal neu einstellen. Ich habe auch HDR schon aktiviert auf den einzelnen Quellen. Ich zeige euch mal noch schnell, wo ihr HDCP deaktivieren könnt. Ihr geht einfach auf Einstellungen, dann geht er ganz nach unten, der vorletzte Punkt System, und dann habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punkt von oben, HDCP aktivieren. Ich kann euch das ja mal zeigen noch, was passiert, wenn wir das aktivieren. Ich muss nur gucken, dass ihr so halbwegs alles drauf habt. So, hoppala, jetzt segelt mir das nach hinten ab. Ja, das neue Zeug, alles was oben drauf ist, ist ein bisschen zu schwer. Ich mache mal nur so, damit ihr nur so eine Ecke vom Monitor seht, vom Fernseher seht, aber dass ihr den Monitor noch mitkriegt irgendwie, oder? Kriegt ihr das so mit? Ich werde das mal noch ein bisschen runter machen hier. Ich suche einmal meine Maus und das ist immer. So ist vielleicht ein bisschen besser, da ist das Fenster ein Stück größer. Ich werde jetzt HDCP aktivieren. Ja, jetzt wird überall schwarz, logischerweise. Da habe ich Bild, da habe ich Bild, da werde ich kein Bild kriegen. So, jetzt wundert ihr euch garantiert, warum, weshalb, was. HDCP ist ein Kopierschutz. Der Fernseher hat die Rechte, HDCP nutzen zu dürfen, also dass ich das da sehen kann. Der Bildschirm auch, weil das geht ja jetzt nur in den Matrix, hier rüber, in den nächsten Verteiler, in die Capture-Karte und einer hoch zum Monitor. Da ist nichts jetzt zum Aufnehmen dran oder so, aber das Aufnahmegerät, das hat HDCP-Schutz. Also das kann die nicht deaktivieren, sagen wir mal so, von sich aus. Deswegen müssen wir, hoffe ich, dass Sony da mitgedacht hat und diesen HDCP-Schutz bei der PS5 so weit entfernt hat, dass er bei Spielen halt nicht mehr da ist oder so. Von sich aus. Aber das wissen wir halt noch nicht. So, und jetzt haben wir wieder Bild. Und ist überall ein flüssiges Bild da. Das liegt halt an diesem HDCP-Schutz. Oh, die Kamera ist schräg. So, ich mache euch mal wieder gerade, damit ihr ein bisschen besser seht. So. Ja, die neue Technik ist noch nicht ganz so ausgereift. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Also ihr habt gesehen, es funktioniert. So. Ja, ich habe hier praktisch das Capture-Programm. Da ist die PlayStation direkt dran. So, und es läuft. Alles ohne Probleme. So, das werde ich jetzt erstmal testen. Ich werde auch den
Also zum anderen werde ich jetzt kein Anschlussvideo machen, weil das zu lange dauern würde. Und weil ich da die ganzen Kabelei abruppen müsste. Das werde ich wahrscheinlich dann oben in der Wohnung von meiner Frau testen mit ihrer Dolby-Anlage und optisch. Und dass ich das dann mit HDMI abgreife, also weiterlege vom Receiver oder vom Fire TV. Und da dann halt den teste, da darf ich aber nicht aufnehmen. Da werde ich dann ein Fazitvideo dann nur machen. Im Prinzip funktioniert das genau wie hier, bloß dass es nicht an zwei Geräte, sondern an ein Gerät weitergegeben wird und dass man halt zusätzlich den optischen abgreifen kann. Da werde ich dann später nochmal ein Video machen. Oder vielleicht hier noch. Das Problem ist, bei der Dolby, bei meinem Subwoofer kann ich es nicht machen. Müssen wir hinkriegen. Kriegen wir irgendwie hin? Das ist alle kein Problem. Dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.